Der Begriff Sommerloch wäre für das, was heute an den Märkten passiert ist, eine ziemlich starke und heftige Untertreibung, muss man sagen. Es ist so ein bisschen hirntot, aber gleichwohl, gerade wenn es hirntot ist, dann lieben es die Indizes auf neue Allzeithochs zu steigen. Das ist dem S&P 500 gelungen, dem Nasdaq gelungen und auch ganz kurz vor Handelsschluss, vor Kassaschluss, dem lieben DAX. Gab es dazu Nachrichten? Nein, es ist Montag. Montag ist Optimismus. Die Zugewinne sind bescheiden. Beim DAX etwas größer, bei den Amerikanern etwas weniger. Aber gut, man hat eben nur einen Sommer. Vielleicht sind wir jetzt auf dem Gipfel. Wir sind zumindest auf dem Gipfel der Berichtssaison, die ja morgen in den USA beginnt. Und die eigentlich wichtigen Ereignisse kommen ja erst noch. Die Inflationsdaten aus den USA, die Daten aus China, die Anhörung von Jerome Powell und eben die US-Berichtssaison. Also heute war es ein Aufgalopp. Was soll man aus diesem Tag machen? Aber ich habe gleichwohl ein paar hoffentlich interessante Grafiken für Sie gefunden, meine Damen und Herren. Und zwar hat hier die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, gewissermaßen die Notenbank der Notenbanken, hat herausgefunden, dass der Effekt des QE, also des Quantitative Easing, der Anleihekäufe durch die Notenbank, mit dem Faktor 10 größer ist für Aktien als für die Wirtschaft. Mit anderen Worten, man könnte sagen, die Notenbanken betreiben das wohl eher für die Aktienmärkte als für die Wirtschaft. Wir sehen, dass gerade am Anfang dann die Aktien besonders profitieren, die Wirtschaft erstmal gar nicht. Das passiert dann so ein bisschen minimal. Der Effekt ist geradezu zu vernachlässigen. Aber für die Aktienmärkte geht es erstmal steil nach oben und dann nimmt der Effekt ab. Und wir sehen ja derzeit, man schleppt sich so ein bisschen von neuem Allzeithoch zu Allzeithoch. Der DAX im Grunde seit Mai in einer Seitwärtsrange. Dann eben jetzt mal, glaube ich, um 3 Pünktchen hat er das neue Allzeithoch übertroffen. Also so super trendig nach oben, wie es eben zum Beispiel im November nach oben ging, als wir die Impfstoffhoffnung hatten, geht es nicht. Und das Ganze, nämlich dieses QI, bedeutet mehr Schulden, bedeutet Ausweitung der Bilanzsumme. Hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, das längerfristige Wachstum, das ist das mit dem abnehmenden Graph hier, und die Schulden explodieren. Hier in den USA sind wir ja locker über 28 Billionen. Die Wirtschaft erholt sich jetzt, aber wir werden vielleicht nochmal an dieses abnehmende Trendwachstum rankommen, das nach unten zeigt. Also faktisch brauchen wir immer mehr Liquidität, immer mehr künstliche Stimulanz, um irgendwie die Illusion eines Wachstums noch aufrechtzuerhalten. Jetzt haben die Amerikaner ja den Stimulus, das Helikoptergeld, erstmal eingestellt. Aha, wie soll das jetzt gehen? Wie kann man da aus sich selbst heraus eine tragfähige Wirtschaft bauen? Das wird jetzt die große Frage sein. Und wir haben wahrscheinlich jetzt Peak Earnings. Im Vorquartal, im Vorjahresquartal genauer gesagt, da war die Wirtschaft ja komplett im Lockdown. Klar, dass jetzt die Vergleiche bei den Unternehmensgewinnen natürlich sehr, sehr gut ausfallen. Das dürfte jetzt dann abgefrühstückt sein mit dem zweiten Quartal. Ab dem dritten Quartal werden diese Basiseffekte etwas geringer. Und mit diesen Wachstumserwartungen sind auch die Inflationserwartungen nach oben gegangen. Hier sieht man die verschiedenen Monate. Zwischen April und jetzt Juli wurden Analysten befragt, wie hältst du es mit der Inflation? Dürfte die nach oben gehen? Dürfte sie nicht nach oben gehen? Oder wie stark dürfte sie nach oben gehen? Und wir sehen, dass je mehr wir jetzt in den Sommer gehen, umso stärker steigen die Inflationserwartungen. Das dürfte bis ins Jahr 2022 der Fall sein. Erstmal dann vielleicht abnehmende Inflation. Für die Aktienmärkte ist das alles super schick. Goldman Sachs hat heute gesagt, ja, unser Jahresziel für den S&P 500 sind 4.300 Punkte, also so um und bei 20 Pünktchen über dem aktuellen Stand. Da wäre also nicht mehr viel drin, aber diese Vorhersage bezieht sich auf einen Stand der 10-jährigen US-Anleiherendite bei 1,9%. Wenn jetzt die Renditen weniger stiegen, zum Beispiel nur auf 1,6%, dann wäre der faire Wert des S&P 500 bei 4.700 Punkten und dann wäre da natürlich noch ein Schnaps nach oben drin, keine Frage. Also man sieht, diese Frage, wo die Anleiherenditen stehen, ist sehr, sehr wichtig offenkundig, denn wenn die Renditen weiter steigen, dann gibt es eben eine viel glaubhaftere und rentierlichere Alternative zu den Aktienmärkten. Also es wird ein Stück weit auf die Inflation ankommen, auf die Anleiherenditen, die bisher ja diese Inflationsanstiege überhaupt nicht mehr mitspielen. Aber vielleicht ist das alles ja so ein bisschen auch durch die Positionierung vieler geschuldet, die eben short waren in den Anleihen auf steigende
Renditen gesetzt haben und damit auf die Nase gefallen sind. Wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, dann haben wir nach wie vor eine geringste Marktbreite, trotz neuer Allzeithochs. Wir haben jetzt kürzlich 54% der Aktien im S&P 500 gehabt, die über dem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Jetzt sind wir heute wieder unter die Marke von 50% gefallen. Das heißt, weniger als die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte der Aktien im S&P 500 sind in einem Aufwärtstrend. Aber die Indizes erreichen eben immer neue Allzeithochs. Das ist bestimmt ganz toll. Und wir sehen auf der anderen Seite hier mal einen Vergleich, die USA gegen den globalen Aktienmarkt, hier schwarz und rot, der Dollarindex. Und normalerweise Stärke des US-Dollars bedeutet Stärke der US-Aktienmärkte gegenüber den anderen Indizes in der Welt. Derzeit ist es andersrum, wir haben zwar jetzt eine Erholung beim Dollarindex gesehen, aber dennoch sind wir da ja einiges zurückgekommen und die Aktienmärkte in den letzten Monaten und die Aktienmärkte in den USA sind weiter gestiegen. Apropos gestiegen, wir wollen uns mal anschauen, was bisher seit Jahresbeginn am besten gelaufen ist und dann fällt auf, Gasoline, Crude Oil, Diesel, Natural Gas, S&P 500 Energy, also es sind die Rohstoffe gewesen, die hier am besten performen, dann Real Estate, also REIT, also der Immobiliensektor, dann die Finanzwerte, dann Kupfer. Also es ist eben nach wie vor diese Reopening-Story, diese Inflations-Story, obwohl die ja zuletzt einige Kratzer bekommen hat. Zuletzt eben auch durch das, was aus China hier zu uns gekommen ist. Heute übrigens Virgin Galactic hier, Mr. Branson, der gestern ja im All gewesen ist, naja, 80 Kilometer war er über der Erde. Das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ein Mini-All, das ist noch nicht wirklich All, aber sei es drum, die Aktie natürlich dann nach oben geschossen und dann hat man zufälligerweise verkündet, oh, wir werden jetzt eine Kapitalerhöhung machen, also mehr Aktien an den Markt bringen für 500 Millionen Euro oder bis zu 500 Millionen Euro, das würde die Anteile verwässern. So ein Zufall aber auch, dass das direkt dann kommt, wenn dieser Flug gelungen ist. Nein, das dürfte geplant gewesen sein. Und diejenigen, die sich dann oben eingekauft haben, die werden sich geärgert haben. Ärgern tun sich derzeit auch die Machthaber in Peking offenkundig. Denn da ist zu fürchten, dass dieser Abschwung, der in China der Fall ist und der die Notenbank Chinas veranlasst hat, jetzt erstmal die Reserveanforderung für Banken zu senken und damit im Grunde eine Wende in der Geldpolitik einzuleiten. Vorher hat man sich da eher, naja, in Sachen Kreditimpuls so ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Jetzt will man wieder ein bisschen aufs Gas gehen. Aber Peak Earnings, Spitze der Berichtssaison, ist das erreicht, wenn China abschwingt? Wir werden am Donnerstag, in der Nacht auf Donnerstag, dann die Zahlen, die neuesten Zahlen zu Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze etc., alles was wichtig ist aus China, wird dann kommen. Und wir haben hier aus Europa die Nachricht in Sachen Inflation, dass jetzt der Brüssel offenkundig eine Aviation Fuel Tax erheben will, also praktisch Flugsteuer für die Nutzung eben derselben, das dürfte dann wiederum ein Kostenfaktor sein. Also vielerlei Puzzle, die derzeit auf eine steigende Inflation hindeuten. Und wenig Inflation sehen wir derzeit bei den Kryptowährungen, die nicht mehr so volatil sind, die ja einen Abverkauf hatten. Im April stand Bitcoin noch bei $65.000. Jetzt meandert man da um 32.000, 33.000, 34.000 rum. Es tut sich nicht mehr viel. Die Vola ist also nach unten gegangen. Und jetzt sehen wir, dass im Juni alleine das Handelsvolumen um 40% an den Kryptobörsen zurückgegangen ist. Das ist ein Ärgernis für viele, die eben, ja, viele Broker, die eben solche Kryptowährungen anbieten, die haben sich dumm und dämlich verdient. Das ist erstmal vorbei. Es wird Zeit, dass man die nächste Sau durchs Dorf treibt. Der DAX ist nicht die nächste Sau, der wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, in homöopathischen Dosen sich in irgendeiner Form bewegen. Wir haben jetzt nochmal saisonal eine gute Woche, ab Mitte Juli wird es schwieriger und dann kommt eben auch der Abgleich mit den hohen Erwartungen an die Zahlen der US-Unternehmen. Mal schauen, wie es da läuft. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.